Hallo, mein Name ist Werner Heister. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Niederrhein und der Apollon-Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen. Meine Aufgabe ist es, Studierende optimal für ihren Berufserfolg vorzubereiten und ihnen die Skills zu vermitteln, die sie für den Studienerfolg benötigen. Und diese Vermittlung der Skills, die können Sie vergleichen mit dem Kochen eines leckeren Menüs. Als Vorspeise habe ich Ihnen heute einen Tomaten-Bananensalat mitgebracht, ein Rezept aus Kamerun. Eine sehr merkwürdige Zusammenstellung. Und so ist das beim Lernstoff auch. Wenn die Inhalte merkwürdig präsentiert werden, dann werden sie sehr leicht und sehr nachhaltig behalten und gelernt. Das Besondere an Professor Heister ist seine individuelle, aktive, konkrete Art, besondere Studieninhalte zu vermitteln. Sehr lebendig, sehr ansprechend. Also es wurde eigentlich nie langweilig in den Seminaren, die Dr. Heister geleitet hat. Als Hauptgericht habe ich Ihnen ein Rohkostwrap mit Thunfischsoße mitgebracht. Das ist ein sehr leckeres Essen, das sehr schnell zubereitet ist. Und so ähnlich ist das auch mit den Studierenden. Die Studierenden möchten auf ihre Fragen gerne sehr schnell Antworten haben. Weil wenn die Antworten kommen, dann können sie ja weiterarbeiten. Insofern ist das eine sehr wichtige Aufgabe. Man hat das Gefühl, mit jeder Frage an ihn herantreten zu können. Und er ist dann ganz schnell und sofort da mit der Beantwortung. Professor Heister ist, glaube ich, auf unserem Online-Campus der Studienleiter, der am aktivsten ist. Das ist einfach bewundernswert. Er schreibt sogar morgens um 5 oder nachts um 1 eine Antwort, wenn man eine Frage hat. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche bei all der Arbeit auch viel Entspannung. Und ich kann am besten entspannen, wenn ich koche oder wenn ich mich sportlich betätige. Und deswegen gehört beides zu meinen Hobbys und als wichtige Elemente in meinen Tagesablauf. Sie haben gesehen, mit den richtigen Zutaten gelingt ein leckeres Menü und auch der Studienerfolg. Ich lade Sie sehr herzlich ein, sich das einmal anzuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim Voting teilnehmen und für mich Ihre Stimme abgeben.